Hey Leute, ihr wolltet ein Review zum One Piece Artbook Nummer 4. Und ich muss sagen, ich bin im Allgemeinen kein großer Fan der One Piece Artbooks, aber das vierte Artbook und das siebte Artbook sind tatsächlich empfehlenswert. Die könnt ihr euch gerne kaufen, wenn ihr möchtet, aber ich finde, für das Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es bessere Artbooks. Zum Beispiel das Artbook von Bleach, das aussieht wie dieses hier. Das beste Artbook für 20 Euro, was es gibt. So, wir haben bereits das erste reviewed, das zweite und das fünfte. Und keines dieser besagten Artbooks hat mich hundertprozentig überzeugt. Und diese hier folgen noch. Das One Piece Artbook Nummer 7, das vielleicht beste One Piece Artbook. Das achte. Und das legendäre und ultra seltene neunte Artbook von One Piece. Oh, darauf freue ich mich schon, Leute. Doch zunächst einmal geht es um das Artbook Nummer 4. Wenn ihr euch welche kaufen wollt, dann kauft euch das vierte oder das siebte, Leute. Von den anderen solltet ihr die Finger lassen. So, was haben wir denn hier? Übrigens ist das hier die französische Edition. Es ist unfassbar schwer, die auf Deutsch zu kriegen. Und die braucht man auch nicht. Ich habe das siebte und das achte sind bei mir auf Japanisch und eben auch noch welche auf Deutsch. Die Sprache hat hier keine allzu große Bedeutung, das muss uns nicht jucken. So. Das erste gute Bild, das Bild alleine ist es wert, das Artbook zu kaufen, Leute. Ich weiß noch, als ich dieses Artbook nicht besessen hatte, da war ich noch ein kleiner Junge und ich habe dieses Bild im Internet gesehen und ich dachte, Heilige Maria, Mutter Gottes, das sieht wirklich beeindruckend aus. Ich fand das so cool, wie er diese Muster von seiner Hose mit in die Falten eingearbeitet hat, sodass die zerknickt wirken. Und das Muster allgemein fand ich richtig schön. Und die ganzen Details auf der Samurai-Rüstung. Ich war damals auf so einem Samurai-Trip. Ich wollte unbedingt selber solche Samurais zeichnen. Und ich fand auch das Muster von Lysop richtig cool. Und was ich hier noch cool finde, ist, dass er nicht alle Figuren aus One Piece hier drauf gemacht hat. Nicht alle Figuren aus der Mannschaft. Sondern nur die drei, die dazu passen. Robin sieht natürlich wieder umwerfend aus. Und hier bei diesem Bild sprechen die Details. Ich finde das cool, dass man im Regenschirm hier noch die Schattierung vom Drachen sieht. Und was ich noch cool finde, ist, dass die Farben im Hintergrund blasser gehalten worden sind als die Farben im Vordergrund, sodass sich die Figuren abheben davon. Gut gemacht. Obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob ich diese Farbe vom Drachen gut finde. Der sieht aus wie so ein gehäuteter Hummer. Aber insgesamt geiles Bild. Was für eine coole Rüstung, oder? Diese roten Akzente mit diesem goldenen Muster, das macht was her, Leute. Geil. Wir kommen gleich auch noch auf ein paar Markenzeichen bzw. Stilelemente des Künstlers zu sprechen. Ihr seht, diese Artbooks bestehen aus vielen Füllelementen, Leute. Schaut mal her. Wir bekommen manchmal fast leere Seiten und dann wieder solche Seiten, die als Platzhalter gedacht sind.
Das ist vergleichbar wie Filler-Folgen für ein Anime. Man streckt das Werk unnötig, um es teurer verkaufen zu können, um ein weiteres Buch mit den Zeichnungen anfertigen zu können, was sehr, sehr schade ist. Vergleich das mal mit dem Dragon Ball Artbook. Da folgt ein krankes Bild auf das nächste, eins nach dem nächsten, direkt ohne Umschweife. Und hier bekommen wir dauernd solche Seiten. Das geht mir so auf den Sack. Und ich finde das auch ein bisschen unverschämt, weil die Dinge auch teuer sind. Es ist unglaublich schwer, an die Bücher ranzukommen. Ich habe die alle aus Amazon bestellt, aber ich musste erstens ewig lange warten und zweitens musste ich darauf verzichten, sie auf Deutsch zu holen oder auf Englisch. Das hier ist jetzt die französische Edition. Und trotzdem, trotz der ganzen Quälereien und des Troubles, bekommen wir so viele Füllerseiten. Auch ein geiles Bild von One Piece. Was ich hier besonders gut finde, ist die Perspektive, in der Zoro gezeichnet wurde. Richtig gut gemacht. Das ist verdammt gut gemacht. Wie sich sein Schwert Richtung Betrachter ausstreckt. So fängt man eine wunderschöne Perspektive ein mit Dynamik und alles drum und dran. Und wir bekommen hier direkt noch ein paar andere Stilelemente des Künstlers zu sehen. Nämlich die Tatsache, dass er alle seine Figuren fast immer mit so einem weißen Rand versieht. Das macht er mit Gouache. Mit Gouache oder mit Buntstiften, aber ich bin der Meinung, er macht das mit Gouache. Warum macht er das? Immer und überall. Das fragen wir uns. Toriyama macht sowas nicht. Der Künstler von Bleach macht sowas auch nicht. Warum macht das der Künstler von One Piece. Ich sag's euch. Er möchte, dass die Figuren sich vom Hintergrund abheben durch diese Umrandung, die sie haben. Und ich muss wirklich sagen, Leute, ich finde, das ist kein guter Lösungsansatz für das Problem des Abhebens der Figuren. Ich finde ehrlich gesagt, das ist ein schlechter Ansatz, weil ein Bild muss so aufgebaut sein, die Farben müssen so konzipiert sein, dass sie sich von alleine vom Hintergrund abheben, ohne dass man hier noch solche weißen Ränder ziehen muss. Ich finde, das sieht nicht schön aus, das sieht nicht ästhetisch aus. Bei diesem anderen Bild, das sie hatten hier gelingt es den Figuren, ohne diesen weißen Rand sich abzuheben, durch die Kontraste im Hintergrund. Das Blau bildet einen Kontrast zum Rot und weiter und weiter und so weiter. Aber hier leidet der Künstler teilweise an seinem eigenen Schöpfungsdrang. Er möchte eine großartige Geschichte auf diesen Bildern erzählen, was auch ein Element seiner Kunst ist. Er erzählt gerne Geschichten auf seinen Seiten, aber dadurch wirken sie teilweise überfüllt und es ist schwer, den Überblick zu behalten. Und deswegen greift er zu diesem eher primitiven künstlerischen Trick und zieht diese weißen Ränder um seine Figuren, was ich eigentlich schade finde. Aber dieses Bild ist toll gestaltet, Leute. Vom Bildaufbau her ist es großartig. Passt auf. Wir sehen hier das größte Element, Sanji und Zoro hier. Die Aufmerksamkeit geht zu Robin, zu Ruffy, zu Lysop und dann zu diesem Nilpferd. Und wir merken, dass jede Figur immer kleiner wird, bis zum Finale in der Mitte. Das ist richtig gute Bildkomposition. Nur schade, dass es halt nicht zeichnerisch so gut gestaltet worden ist. It is what it is, trotzdem gutes Bild. Hier genauso. Ich mag diese Samurai-Bilder von One Piece. In Band 1 hat er auch ein ähnliches gemacht. Ich zeige euch das mal schnell. In jedem One Piece-Artbook gibt es immer ein Samurai-Bild. Und so sah sein allererstes Samurai-Bild aus. Oda ist ein großer Fan von dem Film Die Sieben Samurai von Akira Kurosawa, einem der besten Filme überhaupt ganz nebenbei. Und dieser Film Die Sieben Samurai hat ihn natürlich auch dazu inspiriert, in seinem Manga ein Team
oder eine Partei zu gründen, die die sieben Samurai der Weltmeere heißen. Nur zur Info. So. Aber wir sehen, was für einen großen Schritt er von diesem Samurai-Bild bis zu diesem oder dem vorhin gezeigten gegangen ist. Er hat sich schon weiterentwickelt, müssen wir sagen. So. Outstanding. Er kennt ihr Charlie Wilson, diesen Sänger? Er ist hier in Deutschland nicht so bekannt, aber er hat bei Bound 2 von Kanye mitgesungen und auch bei Signs von Snoop Dogg und Justin Timberlake. Der Typ hat so eine krank geile Stimme. Schaut euch mal seine Live-Videos an, der Typ kann richtig gut singen. Und da verliert nie den Humor in seinen Bildern. Wir sehen immer humoristische Elemente. Er nimmt sich nicht allzu ernst, das finde ich gut. Aber ein Highlight-Bild ist das hier nicht. Also ich würde mir das nicht ein zweites Mal angucken wollen. Hier sehen wir noch ein paar Skizzen. Outstanding. Das hier ist, glaube ich, übrigens der letzte Manga, wo wir, das letzte Artbook, wo wir Frankie vor seiner Verwandlung oder nach dem Timeskip wiedersehen werden. Ich fand, davor sah er viel, viel besser aus. So, Leute, das war das Artbook. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn ihr euch das kaufen wollt, kauft euch das hier. Aber das siebte Artbook ist das beste One Piece Artbook überhaupt. 30 Euro habe ich dafür hingeblättert. Es ist ein bisschen fragwürdig, ob es das wert ist. Wie gesagt, greift lieber zum Bleach Artbook. Aber ihr wisst ja, das ist nur meine bescheidene Meinung als jemand, der selber Kunst macht. Ich wünsche euch was. Heute ist Sonntag. Macht euch eine schöne Zeit mit eurer Familie. Ich jedenfalls werde heute viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Lest ein Buch oder greift zu einem Artbook oder noch besser, geht ein bisschen zeichnen, Leute. Bis bald.